Ich heiße euch herzlich willkommen in den Büros der Agentur Valhalla, dieser geheimdienstartigen Einrichtung in der nahen bis mittelfernen Zukunft. Ich bin der Direktor dieser Einheit, Dennis, hallo. Und das ist meine Assistentin, die formschöne Androidin ohne Namen. Ich weiß nicht, hat sie einen Namen? Keine Ahnung. Ein Roboter auf jeden Fall, der gerne mal mit mir redet. Ich habe gerade, als ich das Spiel gestartet habe, hier kurz nur aus dem Augenwinkel die einzelnen Abteilungen mir angeguckt und habe hier sofort das Klo-Center entdeckt. Dann gemerkt, dass ich mich verlesen habe. Aber das passiert mal. Wir gucken jetzt mal in die anderen Sachen rein. Wohnquartiere, da sind meine Leute halt untergebracht. Das Klo-Center, da kann ich neue Charaktere erstellen, also neue Kämpfer. Neue Agenten in dieser Cyberpunk-Welt sind das ja alles irgendwie Agenten, die hier rumlaufen. Gucken wir mal, was im Forschungszentrum abgeht. Da ist Nalesa Harris. Schön, Sie kennenzulernen, Direktor. Ich bin Nalesa Harris, die Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Agency. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Zögern Sie nicht, mit mir Ihre Fragen zu stellen. Mein Team und ich werden Tag und Nacht arbeiten, damit wir unser Ziel erreichen. Fürs Erste möchte ich Ihnen gerne das Forschungszentrum zeigen. Dann zeig doch mal. Also es gibt 5 verschiedene Bereiche. In jedem Bereich kann ich eine bestimmte Technologie verbessern. Ja, gucken wir mal die Klontechnologie. Also dann gibt es einen Forschungsbaum, okay. Das ist einer der 5 Bereiche. Hier können Sie den Forschungsbaum überprüfen. Wählen Sie ein gewünschtes Objekt aus dem Diagramm aus, um neue Forschung zu beginnen. Forschung erfordert Credits und Tech, also Rohstoffe im Endeffekt, die ich sammeln kann wahrscheinlich in den Missionen. Das ist also ein bisschen wie bei XCOM tatsächlich. Um weiterführende Forschung betreiben zu können, müssen zuvor alle benötigten... Ja, ja, ist ein Forschungsbaum. Hab schon mal einen Forschungsbaum benutzt. Genau, hier gibt es auch hier gleich eine warum es noch eine weitere Ansicht gibt, das ist irgendwie komisch, oder? Es gibt ja auch noch diese Ansicht hier. Und dann klicke ich hier rein und dann habe ich aber die gleiche Ansicht nochmal anders aufgebaut, weil ich hier ja auch alles sehen kann. Irgendwie komisch. Medizintechnologie. So, jetzt kann ich hier theoretisch in all diesen Bereichen durchstarten. Ich würde mit Militärtechnologie starten, weil ich da... Erstens ist es nicht so teuer und zweitens will ich bessere Waffen haben und so ein Scheiß. So, unterschreiben. Warum da nicht einfach bestätigen steht und warum unterschreiben kleines, da merkt man, dass das Spiel vielleicht noch nicht 100% fertig ist. So. Okay, Forschung abgeschlossen. 7% haben wir jetzt bei militärischer Forschung. Ich kann die anderen Sachen, ich dachte, das kostet Zeit. Oh, das kostet 10.000 Tech. Hallo. Na gut, ich lasse das jetzt erstmal. Ich gucke mir erstmal die anderen Bereiche an. Vielleicht muss ich da ja auch noch Geld ausgeben. Das ist Dr. Ryan O'Flanagan, der Chefarzt. Wir befinden uns noch im Aufbau. Wir müssen erst die Regenerationstechnologie erforschen, um die Krankenstation nutzen zu können. Okay, wenn er mir das schon empfiehlt, mache ich das natürlich. Seht ihr, dann habe ich doch schon direkt ein Ziel. Ja, Medizintechnologie, erforschen. Erster Regenerationstank freigeschaltet. Das ist sinnvoll, dass ich jetzt Wunden heilen kann. Das macht doch schon mal Sinn. So, Regenerationstank, ich habe erst einen, maximal kann ich 3 haben. Hier gibt es noch irgendwas, keine Ahnung. Keine betreuungsbedürftigen Agenten. Ja, gut. Sollen wir dann da mal für sorgen, dass wir welche haben? Also betreuungsbedürftige Agenten. Hier sind ausgemusterte Agenten zu finden auf dem Friedhof, aber haben wir noch nicht. Direktor, hier ist Ihr Büro. Hier findet die gesamte Kommunikation mit Ihrer Agency und Ihrem Personal statt. Außerdem erhalten Sie hier alle wichtigen Neuigkeiten. Zu Ihrer linken Seite sehen Sie die Liste der Agency-Vorteile, einen Überblick über den Status Quo. Um diese Werte auf dem einfachsten Weg zu verbessern, steigern Sie am besten Ihren Ruf. Es gibt aber vielleicht auch andere Wege. Also wir können maximal 14 Leute haben, das ist schon eine ganze Menge. 75% Schildaufladestärke, also unsere Schilde laden sich auf maximal 75% auf, verstehe ich so. Wir kriegen jetzt noch keine Boni in Credits und Tech. Wenn wir in den Levels sind. Wahrscheinlich kann man dann irgendwas machen, dass man 10% mehr Geld findet einfach. Fähigkeiten meistern. Bla bla bla. Na gut. Ist jetzt auch wurscht. Ich will jetzt gerne neue Mission starten, bitte. Jetzt mal ein bisschen was erleben hier. Sie sind wohl der neue Direktor. Ich bin Caleb Ice Wenham, der Operator. Und das hier ist Ego.
Ist das dein Ego, oder? Naja, egal. Ich werde während der Mission ihre Stimme und ihr Willen sein. Hä? Sie müssen mir nur ihre Befehle erteilen, ich werde sie einem Team draußen weitergeben. Was meint er denn mit Willen? Ego wird hingegen die Rolle ihrer Augen einnehmen. Sie wird das Team ständig begleiten und alle Ereignisse in Echtzeit aufzeichnen und übertragen. So erklären sie also, dass man quasi aus so einer Art Ego-Perspektive so die ganze Zeit zuschaut und Befehle geben kann. In dem Spiel, es ist halt eine Drohne, die mitfliegt und das so filmt, wie man das auch heute bei so modernen Soldaten im Einsatz kennt, vielleicht jetzt, wenn man irgendwie Videos gesehen hat, wenn die amerikanischen Soldaten einen Zugriff zum Beispiel machen, als sie beispielsweise Osama Bin Laden überrascht haben und dann auch getötet haben. Da sieht man ja manchmal diese Bilder, wie sie an dem Helm eine Kamera haben oder an der Uniformjacke, an der Weste oder so eine kleine, wie eine GoPro haben, die dann live das ins, in dem Fall dann ins Weiße Haus sendet und später vielleicht in Ausschnitten dann auch der Öffentlichkeit gezeigt wird, diese Videos. Ungefähr so ist das jetzt hier halt mit so einer Drohne. Wir sind ja schließlich in der Zukunft. So, was haben wir denn für eine aktuelle Situation? Sektor 451 von Conglomerate City steht unter dem Einfluss von 4 Konzernen. Ihre Aufgabe ist es, den Sektor zu befreien, indem sie Missionen abschließen. Der Bienenstock, das ist das erste Gebiet, in dem wir operieren können. Der Bienenstock ist eine Ansammlung von Apartments, Korridoren und Wegen zwischen beinahe aufgegebenen Gebäuden. Einst war diese Gegend ein Wohngebiet, aber jetzt wird der Bienenstock hauptsächlich von kriminellen Gangs und Ausgestoßenen bevölkert, die sich von den wenigen Credits, die sie verdienen, nicht einmal eine akzeptable Behausung leisten können. Das Wichtigste ist ja, können sie sich Waffen, Drogen und Nutten leisten? Das ist ja viel interessanter. So, Konzernanalyse. ABB World Industrial beschäftigt sich hauptsächlich mit Prostitution. Cool. Also der Name klingt irgendwie anders. Eher nach einem Industrieunternehmen. Newcom Service Global. Das klingt schon viel mehr nach Prostitution. Ich meine, das ist immer ein Dienstleister. Die machen aber Drogen. Spirit Technologies. Das klingt eigentlich eher nach Alkohol. Ja, nach Geist, nach Spirits. Ist aber Müll. Und Caldera Technology Unlimited macht Prostitution auch. Was für eine Technologie wird denn da genutzt? Sind das so Sexroboter? Ja, wird schon schief gehen. Erste Mission, ein gefährliches Pflaster, das habe ich mir schon gedacht. So, wie funktioniert das denn jetzt? Mission starten, Missionsbelohnung. Ich kann momentan auch, glaube ich, nur eine Mission auswählen. Nehmen sinnvollerweise dann hier unsere Team so mit. Wir haben ja nur 3 Leute momentan. Wir sind ja eine kleine Elite-Truppe. Neue Mission starten, ja. Wir haben jetzt noch nicht 20 Leute irgendwie. Wir sind halt 3 richtig gute Leute. Dann unser Operator und ich am Computer daheim. So, dann schauen wir doch mal, ob ich auch ohne Tutorial hier irgendwie klarkomme. Kann ja nur schief gehen. Da hinten steht schon einer, der will bestimmt gleich Action. So, wie war das nochmal? Drehen kann ich mich... Die sind zuerst dran, ne? Oh nein! Au! Das hat Schweine weh. Warum sind die zuerst dran? Au! Warum konnte ich mich gerade nicht drehen? Ah, so drehe ich mich. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Das erklärt einiges. Okay, wen haben wir jetzt? Wir haben den Elektroschock am Start. Nehmen 30% Schaden pro Runde. Das finde ich nicht so schlecht. Schneller Schlag, ein Teil des Schadens. Verbesserte Waffe. Das ist ein Buff für mich selber. Schadensbonus von 25% gegen Cyborgs. Sehe ich irgendwo, wer von denen ein Cyborg ist oder so? Nee. Ich schock jetzt mal hier jemanden. Vielleicht mal Trefferchance 75%. Ist aber wenig. Naja, gut, aber machen wir jetzt trotzdem mal. Geschockt. So, dann nimmt die jetzt Schaden. Das ist gut. Das ist hier mein Damage-Dealer. Meine Damage-Dealerin. Todesmarkierung. Betroffene Gegner werden markiert. Eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu erleiden. Okay, dann machen wir das mal bei ihm. Oder bei ihm? Machen wir mal bei ihm. Von rechts nach links gehen wir die jetzt mal durch. Ah, der hat das widerstanden. Oder was? Habe ich das richtig verstanden? Anzünden. Schadensbonus... gegen Strahlung beeinträchtigt. Ich versuche hier gerade mal so ein bisschen zu gucken, dass ich Sachen kombinieren kann. Androiden haben wir da nicht.
kritische Trefferchance. Na, ich zünd jetzt mal einen an. Oh, ich zünd die alle an. Sehr geil. Boom. So. Burn, Motherfuckers, burn. Jetzt ist der nochmal dran, der Philippe, weil er so einfach so ein schneller Typ ist, offensichtlich. Schneller Schlag. Impuls, Schadensmodus. Achso, das brauche ich mir gar nicht angucken. Dann mache ich jetzt mal Schaden pro Runde. Schneller Schlag auf... Ach, der Typ ist Cyborg. Ah, ist auch ein Cyborg. Sie ist ein Mensch. Na, guck. Haben wir doch schon wieder was gelernt. So, sie nimmt Schaden pro Runde. Ich nehme aber leider auch Schaden, weil sie auf mich schießt. So, hatte ich nicht irgendwas. Getroffene Gegner werden markiert. Habe ich schon gemacht. Tödlicher Schuss. Vielleicht mal auf den hier hin. Das war doch schon mal ein ziemlich tödlicher Schuss. Den hat es schon mal ein bisschen hingepackt. Wir waren nochmal das... Ah, nicht im Kreis drehen. Wie war das hier oben? Wähle 1, 2, 3, 4. Genau. Wie konnte ich denn nochmal hacken? Ich habe schon wieder die Tastenbelegung vergessen. Alt, Steuerung, umschalten. Nee, das ist alles nicht. Ja. Wie hacken geht, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Wird schon irgendwie gehen. Einzelschuss. Ja, ich versuche jetzt mal den Typen hier abzuschnallen halt, ne? Dann haben wir ein Problem weniger, würde ich sagen. Schadensbonus gegen Cyborg. Dann machen wir das doch mal bei ihm hier. Er ist ja schließlich ein Cyborg. Macht aber alles nicht so viel Schaden wie einfach dieser tödliche Schuss von ihr. Dieser, tödliche Schuss, habe ich gesagt. Ah, probieren wir es mal. Zip. Na, so richtig geil war das aber nicht. Bei ihm nicht so gut funktioniert. Wie war denn das nochmal mit dem Hacken? Bin gerade echt so ein bisschen... Können die überhaupt hacken? Oder so? Ach! Rechts gedrückt halten? War das das? Hier. Kampfhacken. So. Genau, und dann wird mir das angezeigt. Cyberdeck Plugins. Ich kann Daten sammeln. Ich mache das jetzt einfach mal. Mensch, bla bla bla, Treffsicherheit, Widerstände. Da lerne ich halt so ein bisschen was. Sie kann halt schocken. Das schockt mich aber überhaupt nicht, wenn ich mir ehrlich bin. So. So war das. Einfach mit Rechtsklick. Das ist ein bisschen unintuitiv, finde ich immer noch. Aber gut. Einzelschuss auf dein Kopf. Ja, das war doch schon mal ganz gut. Ich finde ganz geil, dass sie dann immer noch eine Chance haben, sich nochmal aufzurappeln. Aufzurappeln. Getroffene Gegner werden verstrahlt. Verstrahl ihn mal. Oh. Hat ihn nicht weiter gestört. Na gut, dann Explosion. Explosion auf alle. Bumm, dann ist der nämlich hin und sie nimmt Schaden. Einzelschuss auf deinen Kopf. Verfehlt. Schade. Schock, schwere Not. Sie ist ja gar nicht mehr elektrifiziert. Da müssen wir doch was tun. Das ist hier übrigens nur der erste Kampf, ne? Nur mal so. Es kann sein, dass ich in der Mission noch ein paar Kämpfe habe. Ah. Ich muss schneller werden damit. Also, ich darf mich hier gar nicht so lange aufhalten. Komm. Erwische ihn, sie natürlich. Verzeihung. Zack. Woohoo! So, meine Leute haben aber natürlich jetzt nicht mehr so besonders volle Lebensenergie. Da müssen wir... Entschuldigen Sie, junger Mann. Was ist mit Ihnen? Möchten Sie mit mir sprechen? Nee. Möchten Sie nicht. So, schauen wir doch mal, was hier noch so ist. Hier ist was, irgendwie. Können wir das irgendwie hacken? Ah, ein netter Mann, der mit mir handeln möchte. Willkommen im Laden von Breakout. Hier findest du die besten SPU im Sektor 451. Das kostet aber alles Tech. Kann ich mir alles nicht leisten, weil ich nur 1500 habe. Aber ich weiß jetzt, okay, es gibt... Ich kann mir ja trotzdem mal angucken, was das ist. Das verbessert... verschiedene Dinge.
Hacking-Bonus kriege ich da. Das ist aber alles irgendwie gleich, oder? Irritiert mich jetzt ein bisschen. Hier steht immer derselbe Scheiß irgendwie. Ja, Widerstand gegen Schwächungswaffen minus 40. Achso, das ist hier unten ist, dann ist ja auch blöd, dass ich immer runterscrollen muss, um zu sehen, was das kann. Naja, gut. Können wir uns eh nicht leisten. Gucken wir erstmal weiter. So. Finde ja übrigens lustig, dass sie erklären, dass die Drohne hier mitfliegt und deswegen sozusagen ich hier so einen Ego-Perspektiven-Sicht habe. Aber die Drohne trotzdem mit dem Kopf wackelt, als würde sie laufen. Willkommen im Laden von Gain. Die beste Drohnensoftware. Ist alles noch nicht verfügbar, mein Ruf ist nicht hoch genug. Ah, wie im echten Leben, ey. Nirgendwo hoch genug der Ruf, damit man irgendwie ein bisschen vorankommt hier. Achso, da ist der Laden. Ich hab mich schon gewundert. Können wir nochmal gucken. So sieht das also aus. Hier kommt man irgendwie nicht so richtig durch. Gut, dann laufen wir halt zurück. Geht's da lang? Ja. So, hier sind wir irgendwie angekommen. Oh, da sind schon die nächsten. Gebiet scannen, das muss ich auch öfter machen, weil man dann ja teilweise auch irgendwelche Sachen findet, die man aufsammeln kann. Hey Leute, was geht ab? Au, warum dürfen die nicht immer zuerst schießen? Voll gemein. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Elektroschock. Oder machen wir mal was anderes? Panzerbrechend. Ja, von mir aus. So, okay. Dann tödlicher Schuss. Das ist doch immer ganz gut. Dann Ausbruch, Schadensbonus gegen Android. Wir haben keine Androiden. Einzelschuss, anzünden. Zünden wir euch mal an. Dann hat sie nämlich schon mal gerissen. Und können wir damit verfehlen wir natürlich. Das ist nicht so schön. Explosion. Gut, dann machen wir eine Explosion. Dann ist sie schon mal hin. Au. Noch geht's alles auf die Schilde. Also noch ist das hier kein Angriff auf meine Lebensenergie, was die machen. Verbesserte Waffe. Schneller Schlag. Das macht wenigstens ein bisschen Schaden, wenn es trifft. Wenn es trifft. Machen wir Präzisionsschuss. Den hat es erledigt. Und noch ein Einzelschuss in dein Gesicht, beziehungsweise in deine Brust. Und dann war's das. Easy. Was haben wir hier? Credits. Sehr gut, sehr gut. Und was ist das? Nochmal Tech und Credits. Okay, also man findet auch mal ein paar hundert Tech irgendwie. Das ist ja schon mal ganz gut. Da sitzt einer. Und da sitzt eine Androidin. Willkommen im Laden von Brush. Hier findest du die besten SPU. Aber die besten SPU gibt es doch schon bei deinem Kollegen da hinten. Also es gibt verschiedene Läden. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht irgendwelchen Schrott kauft. Langsam habe ich wirklich das Gefühl, das Spiel ist eine ganz gute Vorbereitung auf Cyberpunk 2077, weil man hier sozusagen viele der Elemente auch hat, die Cyberpunk hat, aber halt alles so ein bisschen in der abgespeckten, natürlich nicht irgendwie AAA-Riesenversion, sondern in der kleinen Indie-Spielversion. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Wo ist der Fahrstuhl? Rein da. So, wir sind im Bienenstock. Wir sollen synthetische Drogen finden. Das mache ich doch gerne. Also, im Spiel natürlich nur. Wir wissen jetzt noch nicht so viel darüber. Wir werden uns jetzt hier umgucken, aber ich denke mal erst in der nächsten Folge. Jetzt machen wir ein kleines Päuschen und wenigstens die Mission, die werden wir auf jeden Fall noch durchziehen. Und ihr schreibt mir am besten mal in die Comments, was ihr von Conglomerate 451 haltet. Ob ich das dann noch ein bisschen weiterspielen soll oder ob euch das dann erstmal reicht. Und vor allen Dingen auch, ob ich vielleicht mal noch ein paar andere Cyberpunk-Spiele ausprobieren soll. Ich habe da schon 2, 3 auf der Liste. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen. Schreibt es mir in die Comments und dann schauen wir einfach mal. Ich habe schon vor,
die nächsten Monate, bis dann im Herbst Cyberpunk 2077 erscheint, noch ein paar Spiele dieser Art auszuprobieren. Also Spiele aus diesem Genre ist es ja nicht. Ja? Genre wäre jetzt ja Rollenspiel oder so, sondern Spiele aus diesem Szenario Cyberpunk, weil ich es einfach cool finde. Da gibt es ja noch ein paar, also ja, gerne Empfehlungen aussprechen oder sagen, ob ihr grundsätzlich Lust darauf habt, auf dieses Szenario oder doch lieber Wilder Westen, Fantasy oder anderweitige Science Fiction oder sonst was. Genau, schreibt mir einfach kleiner Like unter das Video und dann sehen wir uns nächste Folge wieder mit Conglomerate 451. Ciao!